Hallo, in der heutigen Folge geht es um Notnahrung im März. Ja, wir haben schon Ende März und wir schauen mal, was so Essbares jetzt in der Natur zu finden ist. Das im ersten Teil vom Video und im zweiten Teil vom Video gibt es dann die Zubereitung. Los geht's! Ja, das Gebiet, in dem ich hier unterwegs bin, das ist so am Bach entlang. Links Feld, hier Bäume. Vom Baumbestand her haben wir hier ja Erlen und Eschen und ja auch Fichten und Weißtannen, teilweise etwas weiter hinten, wo dann der Boden etwas saurer wird. Hier sind wir wohl eher im kalkreichen Boden, so ein bisschen, ja fast so ein bisschen Überflutungsgebiet, ein bisschen Auenlandschaft, aber durchaus bewirtschaftet, wie man hier am geschnittenen Holz sieht. Hat hier auch ja, gefällte Eschen und bei uns geht es ja heute um die essbare Pflanzen. Hier hätten wir zum Beispiel mal eine Brennnessel, eine sehr nährstoffreiche, gehaltvolle Pflanze, von der wir sicher sammeln werden, um zu essen. Die ist reich an Eisen, wirkt blutreinigend, ist überhaupt gesundheitsfördernd, ist richtig schön satt im Grün, schmeckt ein bisschen wie ein urchiger, kräftiger Spinat. Die Brennnessel, die werden wohl die meisten kennen, typisch die stark gezackten Blätter und natürlich auf der Unterseite die Brennhaare. Ja, jetzt Ende März sind die noch relativ klein und auch zart im Biss, noch nicht ganz so kräftig wie dann später im Sommer im Geschmack, und das lohnt sich hier durchaus welche zu sammeln. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht zu stark. Und was wir hier als nächstes haben, der berühmte Giersch, auch eine sehr schmackhafte Pflanze, ein schmackhaftes Wildkraut, schmeckt so ein bisschen wie eine Mischung aus Petersilie, Pastinaken, Möhren, Möhrengrünzeug. Ja, kommt manchmal auch in Gärten vor, manche kennen das als Unkraut, ist aber auch im Wald zu finden, ist auch so ein bisschen Anzeiger für kalkhaltige Böden und zu erkennen hier die jungen Pflänzchen noch mit ihren 3x3 Blättern und einem deutlich dreikantigen Stiel. Na, muss schauen, ob ich das aufs Bild bekomme. Hier ist ein dreikantigen Stiel und jetzt zu dieser Jahreszeit sind die Blätter noch richtig zart, kann man direkt reinbeißen. Und das gibt die in Massen zu sammeln. Ich habe da auch mal auf meinem Kanal ein Rezeptvideo, wie ich aus gehacktem Giersch meine Bratkartoffeln würze. Schmeckt auch sehr gut. Eine Empfehlung dafür. Ja, da kann man eigentlich beliebig viel sammeln, weil es hat so viel hier rundherum. Da kann man eigentlich kaum zu viel sammeln. Ansonsten gilt ja die Grundregeln, höchstens ein Viertel oder ein Drittel von allem, was so da gerade wächst, sammeln, damit auch für die Natur und die Tiere genug übrig bleibt. Nebst dem jungen, saftigen Giersch hier hat es auch noch teilweise Scharboxkraut hier, das hier wächst. Scharboxkraut, das ist ja dann später, wenn es in die Blüte kommt, giftig, weil es dann höhere Gehalte von Protonemonin hat. Und aber vor der Blüte sind die Gehalte so gering, dass man die verspeisen kann. Ist ein sehr Vitamin C reiches Blatt. Ist eines der ersten, das man im Frühling finden kann. Durchaus auch gesund. Sollte aber hier nicht mehr als ein Sträußchen, höchstens eine Handvoll davon sammeln, weil ja zu viel ist dann auch nicht mehr ideal. Und später dann, wenn eben die gelben
Blüten erscheinen, mal schauen, ob ihr welche habt, dann ist das nicht mehr zum Verzehr zu empfehlen. Ein kleines Stück weiter, hier haben wir das bittere Schaumkraut. Sieht ein bisschen aus, wie heißt es, wie die Brunnenkresse, hat aber mehr Blätter. Wenn man die verreibt, riecht die so senfartig. Da sind Senfölglykoside enthalten und auch diese Pflanze ist essbar und ja, gibt dem Gericht einen schönen, leicht schärflichen Geschmack. Die Schärfe ist ja Ende Winter, Anfang Frühling noch recht stark. Je grösser die Pflanze wird, ja, da wird es ein bisschen milder im Geschmack, aber die Senföle sind immer noch deutlich zu spüren. Also es hat hier einiges. Na, da sehe ich doch was Interessantes. Na, schau mal hier. Der kleine Kerl, der sich hier versteckt. Eine Morchel. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ist jetzt zwar Ende März durchaus schon Zeit für die Morcheln. Ist hier, wir sind hier auch in einem Gebiet, wo es Spitzmorcheln hat. Ist hier eine Spitzmorchel. Später können dann auch Speisemorcheln erscheinen. Ja, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Jetzt muss ich hier aber vorsichtig sein mit herumlaufen, weil hier jederzeit noch mehr sein können. Es lohnt sich hier, wenn man Morcheln gefunden hat, ein bisschen ja, unter dem Laub und unter den Gräsern zu schauen, ob man noch mehr findet. Wir sind hier lustigerweise auch gleich bei einer Esche und einer Erle. Die tragen natürlich noch kein Laub. Die Esche ist sehr spät im Jahr mit Laub tragen. Aber jetzt bin ich gespannt, ob man hier noch mehr findet. Muss man ein bisschen die Gegend absuchen. Ah, schau mal, hier ist die nächste. Ja, die kleinen Kerlchen sind immer wieder gut versteckt. Die Morchel braucht ja an und für sich keine Sonne als Pilz, nicht so wie die Grünpflanzen. Also es lohnt sich hier auch ein bisschen, jetzt hier unter den Grashalmen oder so ein bisschen am Holz oder unter liegenden Stämmen zu schauen. Weil ja, da verstecken sie sich recht gut, die sind sehr gut getarnt mit ihrem Muster. Manchmal hält man auch die kleinen Zäpfchen hier von der Erle, von weitem für Morchel, hat durchaus was Ähnliches in der Form. Ich schaue jetzt hier noch ein bisschen um die Esche rum, ob es hier noch mehr hat. Das geht jetzt richtig los, so wie es aussieht mit den Morcheln. Ja, man sollte sich hier vorsichtig vorarbeiten, damit man die kleinen Dinger, sind natürlich noch nicht allzu groß, hier nicht kaputt tritt, wenn man denn mal welche gefunden hat. Ja, schau hier, die nächste. Im Loch versteckt. Übrigens eine Spitzmorchel. Gut hier daran zu erkennen, dass die Längsrillen von oben nach unten hier hervorgehoben sind und die Querverbindungen etwas zurückversetzt. Ja, sind noch kleine Dinger, wie man sieht. Vielleicht jetzt 3-4 cm groß. Aber so, man kann auch ein bisschen das Alter abschätzen anhand der Größe der Waben hier. Also die ist hier schon recht geöffnet. Also ich rechne nicht damit, dass die noch sehr viel größer wird. Ich werde die nachher hier einsammeln, sobald ich die Kamera zur Seite gelegt habe. Also ich bin jetzt hier wirklich direkt am Stamm der Esche hier. Und arbeite mich hier vorsichtig um die Gefilde. Meist, wo es eine Morchel hat, hat es dann auch viele.
Man muss da einfach genau schauen. Ich hatte aber auch schon Jahre, wo ich nur so ein, zwei Morcheln gefunden habe und dann nichts mehr weiter zu entdecken war. Ja, ich bin jetzt hier seit irgendwie gefühlten 10 Minuten am Schauen, ob ich noch mehr finde. Mehr konnte ich jetzt aber noch nicht finden, kann vielleicht noch was zum Pflanzenbestand sagen. Hier Schachtelhalm, sicher ein Anzeiger dafür, dass hier gut feuchte Böden sind. Nebst den Zeigerpflanzen, wie hier eben das Scharboxkraut, der Giersch, der hier wächst. Wir sind am Fuße hier von Esche und Erle. Da muss man halt ein bisschen Baumkenntnisse haben. Und obwohl hier so ein bisschen Brombeeren sind, die sind ein bisschen Nährstoffanzeiger, aber die sind relativ schwach entwickelt, also allzu viel Stickstoff wird es hier nicht im Boden haben. Na, da ist die nächste. Beinahe nichts, nicht gesehen. Steht hier richtig schön wie eine Säule. Die haben auch schon ein bisschen diese dunklen Flecken hier. Deutet auch darauf hin, dass die in den letzten trockenen Tagen hier ja schon eher beginnen auszutrocknen. Wenn wir uns hier den Boden anschauen, ist der eigentlich noch gut feucht. Ist noch recht klebrig, knetartig. Also eigentlich noch nicht zu trocken. Aber der Wind, der hier halt im März noch geht, der trocknet die Morchel da teilweise schon ein bisschen aus. Ja, da muss man halt gut sich umschauen. Ja, immer wieder so Dinger hier, wie die Zäpfchen stechen einem ins Auge. Man muss ein bisschen auf alles reagieren, was irgendwie morchelförmig aussieht. Und hier mit dem trockenen Gras vom Vorjahr ist das halt teilweise nicht ganz einfach hier. Die gut getarnten Morcheln zu entdecken. Aber einige kleine Exemplare habe ich hier schon. Da freue ich mich natürlich besonders darüber. Es ist immer wieder ein Glücksmoment, wenn man Morcheln findet, denn ja, ich sage jetzt mal von 5 bis 10 Touren im Morchelgebiet findet man vielleicht ein bis zweimal wirklich Morcheln und wahrscheinlich nur 2-3 Mal pro Jahr der richtig große Morchel-Jackpot. Gut, ich sammle die jetzt mal ein, die ich schon entdeckt habe, und dann geht's weiter mit den Wildkräutern. Ja, vielleicht noch was dazu, wie ich die ernte. Ich schneide die hier gleich mit dem Messer oberhalb vom Boden ab, in etwa so. Denn der Teil hier im Boden, das ist nicht mehr viel. Und da ist dann auch gerne noch Sand dran. Da ich hier gleich im Wald meine Morcheln und meine Wildkräuter zubereiten möchte, ja, lasse ich das hier, sonst kann man sie auch rausdrehen, die guten Dinger. Ja, 9 kleine Morcheln habe ich jetzt hier gefunden. Wichtig ist sicher darauf zu achten. Hier habe ich eine halbiert. Innen müssen die hohl sein. So. Innen müssen die hohl sein. Und sollten frisch sein, sollten also nicht irgendwie fischig riechen oder so. So die leichten Trockenstellen, die stören mich jetzt nicht, weil normalerweise werden die Morcheln sowieso getrocknet. Also das ist jetzt für mich kein Ausschlusskriterium, sollte aber schon noch irgendwie in einem vernünftigen Zustand sein und hier nicht am Vergammeln, sollte keine Schimmelstellen irgendwo enthalten
Und wenn man daran riecht, sollte es eben nicht irgendwie fischig oder dergleichen riechen. Dann gleich möglichst hier im Wald mit dem Pinsel noch ein bisschen allenfalls Erde oder Sand entfernen. Ja, aber jetzt noch ein paar Kräuter dazu sammeln. Nun geht es weiter mit dem Sammeln der essbaren Kräuter. Wie gesagt, hier der Kirsch, sicher sehr beliebt. Man muss hier einfach wirklich darauf achten, immer auf Nummer sicher zu gehen und hier sicher den Kirsch richtig zu bestimmen. Ich benutze zum Sammeln hier so ein, ja, was ist das? Nylon-Säckchen, kriegt man in jeder Gemüseabteilung mittlerweile. Relativ günstig zu kaufen, eignet sich gut, um auch Kräuter zu sammeln. Die kann man hier luftig transportieren. Außerdem hat es noch einen weiteren Vorteil. Man kann die Kräuter gleich hier in dem Sack praktisch an irgendeiner Wasserquelle, notfalls sogar am Bach, im Sack waschen und auch gleich den Sack schwingen und somit schleudern. Also ich nehme hier jetzt ordentlich Kirsch mit. Ich schätze mal so eine Handvoll. Wäre hier eine angemessene Menge, aber auch einige Blätter hier vom Scharfbuchskraut können hier mitkommen, so ein bisschen die jüngeren Sattgrünen nehme ich hier mal, wobei hier die Blätter, die ja unter dem Laub wachsen würden, die noch weniger grün sind, wohl sicher noch etwas weniger Protoanemonien enthalten würden, aber naja, ich nehme hier auch nur ein Sträußchen, also eine gewisse Menge als Vitamin C Lieferant, wobei auch der Kirsch natürlich Vitamin C enthält. Ja, das wäre mal Kirsch und Scharfbuchskraut. Und dann gehen wir dann weiter an die nächste Stelle, noch ein paar weitere Kräuter sammeln. Und hier direkt am Gewässer, praktisch im Wasser stehend, das nächste essbare Kräutchen zu dieser Jahreszeit, das ist hier das bittere Schaumkraut. Wie ich es vorhin schon gezeigt habe, sieht recht ähnlich aus wie die Brunnenkresse, hat aber hier mehr Blätter links und rechts hier. Die Brunnenkresse, die hat ja hier die vier gegenüberliegenden Blätter und dann das an der Spitze noch. Und das bittere Schaumkraut hat hier eben mehr, also irgendwie da ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blätter gegenüberstehend, manchmal auch 10 hier und eines an der Spitze. So sieht das von unten aus, unbehaart und glatt. Und ja, das bittere Schaumkraut, das wächst hier eher so in stehendem Gewässer, während die Brunnenkresse gerne klares und fließendes Wasser mag. Sind aber beide gleichsam essbar. Der Geschmack, wie gesagt, so senfig. Das riecht man auch, wenn man so ein Blatt zwischen den Fingern verreibt. Daran riecht man gleich die Senföle. Und das hat eine gewisse Schärfe, das Kräutchen hier. Aber wie der Name es schon vermuten lässt, ist das bittere Schaumkraut auch leicht bitter im Geschmack. Sollte man also auch hier vielleicht eine Handvoll sammeln, nicht allzu viel, damit der bittere Geschmack hier nicht überwiegt. Aber es ist auch nur ein leicht bitteres Kraut, also wenn man vielleicht schon mal einen Löwenzahn gefuttert hat, das ist dann richtig deftig bitter. So kräftig bitter ist das Schaumkraut hier nicht. Im Vergleich zum Löwenzahn ist das eine richtige Wohltat, das Schaumkraut zu essen. Und ja, hier auch eine Empfehlung meinerseits. Man sollte hier aber wissen, was man tut, denn nur weil man es hier mit grünen Pflanzenteilen zu tun hat und nicht mit Pilzen, heißt das nicht, dass Pflanzen nicht genauso giftig sein können wie Pilze.
Es gibt hier genauso tödlich giftige Pflanzen, wie es auch tödlich giftige Pilze gibt. Also man sollte hier dann schon wissen, was man tut. Ja, das ist auch gleich ein guter Moment, etwas Werbung in eigener Sache zu machen. Ich biete ja nicht nur Morchelsuchkurse an, sondern gelegentlich auch Kräuterexkursionen. Infos dazu findest du auf meiner Homepage, ist unten verlinkt in der Videobeschreibung, in der Infobox, oder geh einfach auf pilzkurse.com. Dann hier drüben ein giftiges Pflänzchen. Das ist die Sumpfdotterblume. Die hat eine ähnliche Blattform und ein ähnliches Aussehen wie das Scharboxkraut, ist aber bedeutend größer in seiner Erscheinung. Also das Scharboxkraut macht nie im Leben so große Blätter. Und hier sehen wir sogar noch gleich ein blühendes Exemplar. Die Blüten sehen auch etwas anders aus, ist aber auch eine gelb blühende Pflanze. Also hier diese Pflanze nicht mit dem essbaren Scharboxkraut verwechseln. Ja, ich sammle jetzt hier noch ein bisschen vom bitteren Schaumkraut. An dem Standort will ich nicht allzu viel ernten. Ich will hier doch einiges wachsen lassen, soll ja nächstes Jahr wieder hier Schaumkraut wachsen. Wobei das Schaumkraut ist schon recht widerstandsfähig und kommt hier doch in Massen. Pflanzt sich auch über unterirdische Ausläufer fort. Ja, hier an diesem Standort sehen wir nun das Scharboxkraut in blühendem Zustand. Hier zwischen den Buschwindröschen. Die Buschwindröschen sind sowieso nicht essbar, sind giftig. Hier kann ich mal die Blüte zeigen. Die Blüte hat genauso wie die Blätter auch so einen gewissen Glanz. Also wenn man die daneben hält, die sehen ein bisschen aus wie gewachst. Jetzt wo die Sonne hervorgekommen ist, sieht man das auch besonders schön. Auch die Aderung hier auf der Unterseite vom Blatt. Aber wie gesagt, in dem Zustand, wenn die schon blühen, reichen sich immer mehr Protoanemonine an. Und ja, was man jetzt noch tun könnte, sind die zu sammeln und zu trocknen, denn beim Trocknungsvorgang bauen sich die Stoffe, die giftigen, wiederum ab, die reizenden Stoffe. Aber für den Rohgenuss sollte man die so meiden. So wie andere Hanenfußgewächse auch, ist es aber hier so, dass wenn man sie trocknet, bauen sie den, dann wird der Giftstoff abgebaut und dann könnte man daraus wieder Tee oder dergleichen herstellen. Vitamin C ist dann natürlich teilweise auch schon stark reduziert. Für das Vitamin C würde man hier die frischen Pflanzen verwenden. Aber halt eben vor der Blüte. Übrigens hier beim Scharboxkraut auch ganz typisch, wenn man die Blätter nicht abklemmt, sondern hier die ganz rauszieht. Ja, manchmal kann es vorkommen, dass man hier, ja eben hat es noch geklappt. Genau, dass man hier die ganze Wurzel mit ihren typischen Knöllchen hier, die ihr auch als Fortpflanzungsorgane dienen, mit herauszieht. Die Knöllchen hier, die würde man sicherlich auch nicht roh verwenden, denn hier lagert sich besonders viel von dem Stoff, dem genannten, an. Durch die Knöllchen kann sich das Scharboxkraut aber auch vermehren, gerade hier in der Auenlandschaft, eigentlich natürlicherweise ein Überflutungsgebiet, würde es hier bei der nächsten stärkeren Flut nach starken Regengüssen hier auch gerne mal einen Teil vom Boden wegschwemmen. Anderen Boden schwemmt es an und so würde es auch die Knöllchen hier wegschwemmen und dort, wo es die dann hinschwemmt
und sie dort gute, neutrale bis basische Böden haben, würden die dann wieder Wurzeln schlagen und wieder frisches Scharbockskraut bilden. Hier die nächste Pflanze ist eine wahre Freude, denn das ist die ährige Teufelskralle. Das ist ein richtig schmackhaftes Grün, ist essbar und weder bitter noch säuerlich noch scharf. Es ist einfach ja, fast wie gekaufter Salat, natürlich etwas stabiler im Blatt, nicht ganz so zart, aber schmeckt wirklich hervorragend. Hat hier so dieses, ja, ein bisschen herzförmig, sage ich mal, ein bisschen gezackt am Rand. Einige haben hier diese dunkle Verfärbung, aber das haben nicht alle Blätter. Besser ist die ährige Teufelskralle dann etwas später zu erkennen, so Richtung Mai, Juni, wenn sie diese ährige weiße und es gibt auch eine violette Variante, diese ganz speziellen Blüten hat, auch die sind dann essbar. Dort lohnt es sich sicher nochmal die sich anzuschauen, aber wer die Blätter erkennt, kann die jetzt schon sammeln. Also da kommen hier ein paar mit. Von jedem Büschel hier nehme ich einfach 2-3 Blätter. Na, komm mit. So, ja vielleicht 4. Ich will da wirklich nicht zu viel nehmen, denn ich möchte später da auch die schmackhaften Ähren noch haben und damit die Ähren bilden kann, braucht sie dann auch noch Energie. Aber die kommen hier gerade zu mehreren vor. Da kann ich von jeder ein paar Blättchen zumindest. Das nächste essbare wilde Kraut hier ist neben dem Giersch, haben wir hier Knoblauchsrauke. Ja, die Blätter, die sehen ein bisschen ähnlich aus. Durchaus eine Verwechslungsmöglichkeit mit dem Scharbockskraut. Allerdings fehlt ihm hier diese wachsartige Glanz, dieser Überzug, der fehlt dem hier. Sieht ein bisschen anders aus und wenn man den verreibt zwischen den Fingern, dann beginnt sich hier so ein knoblauchartiger Geruch zu entwickeln. Wenn man sich hier sicher ist, kann man auch mal ein bisschen probieren, eine Geschmacksprobe machen, dann hat man auch diesen Knoblauchgeschmack, nicht so intensiv wie beim Bärlauch, aber doch auch deutlich spürbar. Auch die ist essbar, die wird dann noch richtig groß, da sind dann auch die Blüten und alles essbar. Auch hier nehme ich einfach bloß einen Teil, nicht alles, da will man ja später vielleicht nochmal nachernten können und die Pflanze soll ja auch nicht eingehen. Hier die Knoblauchsrauke auch, wie man hier drinnen sieht, so ein bisschen behaarte Stiele. Und ja, die Form eigentlich recht ähnlich wie die vom Scharbockskraut. Der Stiel ist aber dünkler und hat eben diese Härchen hier. Die letzte essbare Wildpflanze, bevor es dann weitergeht mit der Zubereitung, ist hier der Bärlauch. Sollte man sicher nicht mit Aronstab oder sowas verwechseln. Ist meiner Meinung nach auch ja, recht schwierig, denn der Bärlauch ist doch sehr eindeutig mit seiner typischen langen Plattform auf der Unterseite so matt und nur einen Nerv in der Mitte. Wenn man den verreibt, riecht er ja, recht ausgesprochen nach Knoblauch. Der Bärlauch kennt wahrscheinlich fast jeder, muss man nicht mehr viel dazu sagen. Kann man durchaus auch eine Handvoll sammeln. Auch ein gutes, gesundes Grün hier. Kommt teilweise in großen Mengen vor, hier habe ich jetzt nur ein paar wenige Blätter. Aber ich habe ja genug anderes zum Mitnehmen.